Ja, hallihallo. Hallo. Da ist ein kleines Hunger, wir sind also auf irgendeinem so einem komischen Turm. Aber ich merke schon, da was unglücklich sicher ausschaut. Also das ist kein Stress, also da ist überall der Boden drin, das passt alles. Ja, ich bin angekommen in Helmstedt. Nach 7 Stunden Fahrt oder 7 Stunden und 20 Minuten hat es ein bisschen gedauert. Ich hoffe, die Audioqualität macht euch jetzt nicht so viel was aus. Aber ich gebe euch einmal einen kleinen Blick. Ja, also wir sind jetzt auf so ungefähr 30 Meter Turm gekraxelt. Das hat mir der liebe Sebi gezeigt, der kleine, aber feine. Ja, aber wie seht's? Ja? Wir haben eine Dose! Wir haben eine Dose! So, wir tragen jetzt uns mal live ein. Wir haben Georg gecrasht, wir haben eine Dose gesucht und gefunden. Und jetzt tragen wir uns noch schnell ein. Weil wir sind ja so speziell. Ja, warte mal. Spiel die Musik ab. Ja. Oh, was hier zum Reinlegen, oder? Ja, normalerweise legst du was Kranzen oder zwei rein. Ja, auf alle Fälle ein bisschen hoch ist es, weil wenn man schaut. Ich zeig's euch einmal. Dort. Da unten sind sie. Da unten ist die Bella und das Sven. Und der Sebi tragt das noch alles schön ein. Ich hoffe, ich hoffe, man hört uns. Ich weiß leider nicht, weil es ist alles mit dem Handy aufgenommen. Lost of Paradise. Wir haben das notiert und festgehalten. Wir haben die Geocache-Dose gefunden. Eine super Schrift. Und da ist der Beweis. Wir haben es geschafft. Ich weiß zwar nicht, ob man es erkennen kann, ich sehe es leider selber nicht. Leider Gottes alles mit dem Handy aufgenommen. Aber es waren schon einige da, muss ich sagen. Es waren einige da, die was das schon gefunden haben. Ja, wir haben es erfolgreich eingetragen. Wir haben jetzt erstmal alles schon verstanden. Haben wir Datum? Datum? Ja, wir haben ein kleines Problem, wie man sieht. So, Datum, ich glaube, heute haben wir irgendwann. Aber man sieht, es ist verdammt hoch. Ja, da ist unser lieber Bikra, der kleine, aber feine Sekundenschläfer. Ist wahrscheinlich nicht losgegangen, Bikra. Na, aber auf alle Fälle. Wir haben es geschafft, aber ich finde auch nur den Fußboden, der ist fast los. Schaut euch das an, da fehlt der komplette Fußboden. Was ist denn? Oder haben sie den mitgenommen, weil er so gut war? Ich habe keine Ahnung. So. Das ist ein Travel-Dienstbus. Travel? Der kann es mit der Nummer nachvollziehen, wo das denn mal war. Ah! Ein Foto machen, wenn wir zu Hause fahren. Dann schauen wir das. So, dann haben wir alles nochmal rein in die Box, verstecken alles gut. Also wenn Sie einmal da seid in Helmstetten, oder? Oder wo sind wir da? In Helmstetten, wenn ihr mal da seid. Helmstedt, also einen Helm aussetzen auf alle Fälle, Kappen langt vollkommen. Mehr braucht ihr nicht. Und dann verstecken wir wieder die Dose. Und weg ist sie.
Ja, und ich würde sagen, wir hören uns dann später und dann zeige ich euch nochmal den Ton von unten. Tschüss. Von hinten. Ah ja, wir haben noch was vergessen. Von hinten. Hinten. Ja, dann kommt es nochmal her. Mal kurzes Foto. Kamera. Nicht küssen? Nee. Ja. Ist der PK? Also. Jetzt halt. Einmal Sebi, einmal PK. Und einmal mal der Sumo. Ich wünsche euch was. So, jetzt bin ich nochmal kurz da. Ich hab noch was vergessen. Und zwar, weil ich mir gedacht, ich kletter auch. Easy going. Aber wenn ich jetzt da mal reinschaue. Alter Falter! Da geht's. Ich hab's Handy, kratzen gerade drauf. Die Stirn hat vielleicht. Keine Ahnung wie viel Grad, aber. Merkt, wenn das Video kommt, bin ich noch da. Wenn nicht, dann bin ich nicht mehr da. Tschüss! So, da bin ich wieder. Da oben sieht es, der erste schon was angekraxelt. Da oben ein PK, der untere, der Sebi, die sind auch gleich mal da unten. Und jetzt könnt ihr euch das einmal anschauen. Also, ich weiß nicht, wie ich das am besten drauf kriege. Oder warte mal, jetzt geht er mal weg. Genau, bevor ich da jetzt gehe, einmal die nette Bella. Hallo Bella. Hallo. Und einmal den netten Svenny. Hallo Svenny. Hi. So, gehen wir mal da ein bisschen weg. Ja, man sieht es jetzt nicht so ganz gut, aber er hat es geschafft. Er hat es geschafft, er ist angekommen. Und Sebi, erzähl uns von deinem Erlebnis, wie war es? Nach getaner Arbeit muss ich erstmal einen E trinken. Ein E? Weil ich da oben gekauft im Laden. Ah, okay. Ja. Calgusto, gibt es einen Rewe. Cool. Und der Picard, er hat es auch geschafft. Picard, wie war das Erlebnis? Wie war es da oben? Erzähl uns von deinem Erfolgserlebnis. Erlebnisreich. Erlebnisreich? Okay, danke. Ja. Gut, auf alle Fälle, wir sehen uns dann später wieder. Vielleicht fahren wir noch irgendwo hin noch etwas besuchen. Wir wissen das nicht, ich weiß es selber nicht, aber da ist schon mal auf alle Fälle eine alte Grenzkontrolle gewesen. Hammergeil. Schöne Gegend, viel Wald. Und da sind sie nochmal alle. Einmal nicht winken. Tschüss.